So, dann herzlich willkommen zum nächsten Erklärvideo. Heute geht es um die Strukturlegetechnik. Das ist eine Technik, mit der man sich Inhalte von Geschichten, Romanen besser verdeutlichen kann. Also diese Methode macht das Wissen über den Roman sichtbar. Es werden Kärtchen mit Begriffen und Themenbereichen des Romans als Grundbestandteil auf den Tisch gelegt. Da habe ich euch ja eine Übersicht mitgeschickt zu Begriffen. Also die werden erstmal ausgeschnitten und dann auf den Tisch gelegt. Dann, erster Schritt, ich muss sie sortieren. Da gucke ich erstmal, kann ich die sofort erklären und beschreiben, was die im Zusammenhang eben mit dem Roman bedeuten, oder muss ich da in meinen Unterlagen nochmal nachschauen oder muss ich im Roman nochmal nachlesen. Und so sortiere ich mir die erstmal auf zwei Stapel. So, wenn ich das gemacht habe und dann auch nachgeguckt habe und mir sicher bin, okay, jetzt kann ich alle Begriffe mit Inhalt füllen, weiß, was die in Bezug auf den Roman eben bedeuten, fange ich an zu strukturieren. Ich habe euch mal verschiedene Strukturmöglichkeiten gegeben, also entweder nehme ich einen Oberbegriff und sortiere mir das in so einem Balkendiagramm, oder ich sage, okay, der Begriff 4 hat was mit Begriff 3 zu tun, der wieder was mit Begriff 1 zu tun hat. Oder ich habe hier so eine Struktur, dass Begriffe sich gegenseitig bedingen. Ich könnte hier in der Mitte auch noch einen Pfeil oder irgendwas hinmachen. Jedenfalls sortiere ich das, also ich brauche Platz dazu, das zu tun. So, dann soll ich Erklärungen hinzufügen. Die kann ich vielleicht erstmal auf einem extra kleinen Zettel machen, dass ich das so ein bisschen hinlege und auch nochmal verschieben kann und verändern kann. Ich erkläre also, was die Begriffe in Bezug auf den Roman eben bedeuten. Dann füge ich wieder Pfeile zu. Seht ihr, hier habe ich jetzt mal in der Mitte einen Pfeil noch zugefügt. Das ist dann, wie ihr das eben machen möchtet für eure Erklärung. Dann gestalte ich das Plakat. Ich nehme natürlich eine gescheite Überschrift, dann lege ich mir die Struktur oder klebe das im Endeffekt dann auf. Also erstmal lege ich es hin und wenn ich dann sicher bin, klebe ich alle meine Kärtchen auf und habe dann praktisch mit den ganzen Begriffen eine Übersicht über die Themen des Romans und habe dann auch Erklärungen dazu geschrieben. So, dann seid ihr dann dran? Waren die Begriffe, die wir dazu hatten. Und ich habe es mal, das muss ich mal eben einmal, hoffentlich funktioniert es jetzt. Ja. So, also das wären jetzt eure Begriffe. Ich habe jetzt nur ein paar genommen, damit die auch auf das Blatt passen. Ich kann die jetzt praktisch auf meinem Tisch verschieben und wie ich die auch immer haben will, dann schiebe ich das hier hin. Ups, das schiebe ich da hin. Und so kann ich mir erstmal eine Struktur machen, dann kann ich natürlich Pfeile einfügen und das hin und her schieben. Deshalb wirklich erst aufkleben auf das Plakat, wenn ich mir sicher bin, so soll es sein. Und dieses Plakat am Ende natürlich wieder fotografieren und auf unser Padlet hochladen. Das war's schon. Dann viel Spaß bei der Strukturlegetechnik.